So, da geht es auch schon weiter. Immer noch treiben wir im Weltraum. Was schwirrt denn darum? Hey, der Ring. Beziehungsweise die beiden Ringe. Ach so, eben, oh ja. Ich dachte immer früher, die schwirren außerhalb von dem Anzug, aber die sind da drin, innen drin. Kommt da jetzt etwa Luft rein oder was? Oder der Anzug, ich sag doch. Hat sie endlich ihr Bewusstsein wiedererlangt? Weiterleben. Ich muss nicht sterben. Squall. Ich bin. Squall. Hä? Der Anzug, ich sag doch, der fällt auseinander. Ach ne, sie macht das jetzt. Aber warum macht sie das denn jetzt? Sie will sich umbringen. Oder sie ist verrückt. Eins von beiden. Kommt eigentlich bei beiden Sachen das gleiche raus, aber. Da bin ich wieder. Die beiden, die stehen da rum. Ich gehe jetzt zu Renoir. Was? Du hast mich gar nicht gebraucht. Okay. Danke, Schwesterherz. Schwesterherz? Jetzt auf einmal? Im Ernst? Du willst raus? Halt! Wie willst du zurückkommen? Treibstoff und Sauerstoff werden ihm nur aufgebraucht sein. Ihr werdet beide da draußen krepieren. Oh, Unkraut weniger auf der Welt. Ach, Squall. Was tut er nur für seine Liebe? Uff da. Danke. Ist Squall nicht romantisch veranlagt? Ja, sicher. Ach ja, wer würde das für seine Liebe tun? Würde das überhaupt jemand tun? Renoir, wo bist du? Oh. Ja, das Weltraum ist groß. So, jetzt seht ihr mich da hinten. Wo bist du? Oder ich bin hier vorne, das kann auch sein. Ich habe so eine Minute Zeit oder was? Ich muss sie von vorn erwischen. So, ich kann jetzt mit dem Steuerkreuz hier meine Richtung verändern. Wo ist sie denn? Renoir? Die war doch gerade eben noch da hinten, oder nicht? Ich muss sie jetzt suchen. Ich muss gucken, wo sie ist. Das habe ich früher nie verstanden. Wie ich sie denn hier retten kann, oder was? Also das habe ich echt nie gecheckt. Aber wo ist sie denn? Muss ich nach oben, oder... nach rechts oder nach links? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal nach rechts oben. Aber ich habe sie doch gerade eben gesehen. Aber das ist mein Problem. Das habe ich nie verstanden, wie ich das denn machen soll. Wo ist sie denn? Ist sie wieder nach unten? Nein. Hallo? Ich werde es wieder nicht schaffen. Verdammt. Hä? Moment mal, irgendwas ist da nicht so richtig. Scheiße, scheiße, scheiße. Super. Time out. Und jetzt? Jetzt habe ich es versaut, oder? Ich gleite ins Nichts. Habe ich es versaut? Renoir treibt für immer durch den Weltraum. Wow. Noch einmal probieren natürlich. Finde Renoir so schnell wie möglich. Ja. Aber wo? So, da bin ich. Ja, da ist Renoir. Wo bist du? Da vorne. Ich muss sie von vorne erwischen.
Ja. Hä, wieso war sie denn gerade eben weg? Merkwürdig. Ja, jetzt sehe ich sie. Da vorne. Ich muss sie, also ich darf mich jetzt nicht zu der... Ich muss sie jetzt einfach, oder... Oder ich muss einfach immer mit ihr jetzt gehen, ihren Bewegungen folgen oder irgendwie so in der Richtung, weil sie kommt jetzt direkt auf mich zu. Nehme ich doch an. Wenn ich jetzt einfach nichts machen würde, dann würde sie irgendwann weggleiten, glaube ich. Glaube ich, also... Ich bin mir da nicht so sicher. Renoir! Komm auf mich! Komm zu mich, gefliegt! Oder muss ich nach vorne? Beziehungsweise nach oben meine ich, das ist dann sozusagen nach vorne? Nee, dann bewege ich mich ja wieder zu... Dann bewege ich mich ja nach oben. Ich muss irgendwie konstant bleiben, oder nicht? Bisschen... Und dann kommt sie jetzt auf mich zu. Und dann sollte das doch eigentlich passen, oder? Oder nicht? So, jetzt warten wir eine Runde. Aber sie kommt ja jetzt direkt auf mich zu. Also heißt das doch, dass ich sie jetzt habe, oder nicht? Ich habe das Ding noch nie verstanden, ja, noch nie. Aber sie kommt ja jetzt auf mich zu. Jetzt packt sie an den Füßen, ne, und gut ist. War ich zu weit oben, oder was? Nee, geschafft, oder? Ja, perfekt. Was war denn gerade beim ersten Mal los? Merkwürdig. Juhu! Oh, ist das nicht putzig. Ach, gebt doch zu, Leute, das würdet ihr alle für eure Freundinnen machen. Nö. Ist das nicht romantisch? Oh. Danke. Squall. Squall. Ich habe deine Stimme gehört. Sag jetzt nichts. Ob wir gerettet werden? Ich werde dich retten. Ich werde dich von hinten retten. Ja. Kein Treibstoff. What the fuck, Alter. Was für eine Kulisse. Fast kein Sauerstoff. Werden wir wirklich dahin treiben? Oder in der Atmosphäre verdunsten? Kann ich den Renoir retten? Kann ich es? Oh, ist das nicht romantisch hier? Ja, sowas von. Ja, Leute. Dieses Ding ist geil. Renoir, halt dich fest. Ich frage mich allerdings, was dieses Schiff hier oben mitten im Nichts sucht. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ob es von der Träne des Mondes irgendwie ausgekotzt wurde oder so? Weil das ist die Ragnarök. Das ist das, ja, unser Luftschiff, das wir bekommen. Darauf habe ich schon das ganze Spiel gewartet. Das Spiel ist so geil. Das Schiff ist so geil, meine ich. Ja, das Spiel auch. Wurde das von der Träne des Mondes irgendwie ausgekotzt oder was macht das hier oben, ey? Man kann jetzt denken, was man will. Man kann jetzt denken, dass das Spiel ab diesem Zeitpunkt scheiße wird. Von der Story her und von der Logik her, weil... Ich meine, das Schiff hier, das hat schon was von Star Wars oder so. Und passt auch irgendwie nicht in das Setting. Aber okay. Ist ein geiles Teil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder ist das... Ah, nee, Moment mal. Ja, ist schon gut. Nee, ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Natürlich. Ich glaube, das ist so, ja... Ein Rettungsschiff aus Esther, bin ich der Meinung. Da vorne steht ja auch Esther drauf. Ich bin der Meinung, das ist von denen. Ja, okay. Also glaube ich jedenfalls. Ich weiß auch nicht mehr, was man hier noch alles so erfährt und was nicht. Also das kommt alles noch. Aber ich, wie gesagt, ich kann mich an diesen Teil der Story eigentlich schon gar nicht mehr erinnern. Juhu, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Oder auch nicht. Ich schwebe. Oh, ich schwebe in der Luft, Levitas. So, ich werde jetzt speichern, denn es ist gut, dass ich diese Stelle im Spiel schon mal hinter mich gebracht habe. Danach werde ich mich koppeln und wir sehen uns dann gleich frisch gekoppelt wieder, Leute. Bis gleich. So, ich war ja das letzte Mal noch nicht fertig. Ich musste aber schnell weg. Und jetzt geht es hier weiter. Ja. Sauerstoff ist vorhanden. Ja, also könnt ihr eure Anzüge... Okay. Okay. Sieht trotzdem lustig aus, so mit den Raumanzügen hier. Dip, dip, dip. Aber
ich muss euch sagen, Leute, wir sind nicht alleine hier drauf. Schade eigentlich. Hey Squall, what's going on? Was ist? Was guckst du mich so an? Danke, Squall. Du hast mich wieder gerettet. Ich schulde dir sehr, sehr viel. Okay. Keine Ursache. Mir war einfach danach. Mir war einfach danach, ja. Ich bin Squall. Ich habe keine Hobbys mehr. Ich rette Jungfrauen aus dem Universum. Ja. Ja, ich bin Squall. Was? Der Raumanzug hat vorhin gestört. Oh, hä? Schmatz, schmatz. Oh, Knutschi. Schmatz, schmatz. Ganz fest. Umarm, du Volltrottel. Ich will dich berühren und fühlen, dass ich noch lebe. Leben? Oh man, alter Squall, du bist echt... Wir haben gerade noch überlebt. Du hast recht, wir leben. Aber unsere Lage, du verstehst. Was denn? Schickes Schiffchen? Oh. Du willst doch noch länger leben. Du willst doch zurück zu den anderen. Nein. Keine Vergangenheitsform? So ist es. Squall hat sich verändert, ja, ja. Okay, aber Squall ist merkwürdig. Er ist richtig merkwürdig. Na, na, na. Na, na. Und er versteht einfach nicht, was Frauen wollen. Er versteht es einfach nicht. Was? Zur Hölle ist da... Wow! Was ist das? Keine Ahnung. Alien! Alien, die Wiedergeburt! Okay, ja, ich sagte doch, wir sind nicht alleine auf diesem Schiffchen. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Vorerst wollen wir unentdeckt bleiben. Es könnte gefährlich werden. Wir sollten die Kopplungen überprüfen. Ja, das habe ich schon, du Vollnase. Mist, zugesperrt. Müssen wir unten lang? Ja, wir müssen unten lang, ganz recht. Wir gehen mal die Treppen nach unten. Diese hässlichen Aliens, wir müssen sie besiegen, soweit ich weiß. Also, komm her. Kleine Bosskämpfe. Ich weiß nicht jetzt, wie lange ich aufnehmen kann. Ich werde nach diesem Kampf einen Cut machen, erstmal. Oha. Ja, ich habe Rinua etwas im gelben Bereich gelassen. Diese Gegner hauen ganz schön rein. Propagator. So, und zwar werde ich mit ihr ihren Spezialangriff anwenden. Vari. Das ist sozusagen ihr... Ja, ihr Hexenmodus. Könnte man sagen. Sag mir bitte nicht, frag mich bitte nicht, was genau sie jetzt für Fähigkeiten hat. Ich glaube, sie kann jetzt Zauber casten. Also alle Zauber, die es gibt, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Aber sie ist auch nach einem Schlag jetzt down. What the fuck? Schweigen auf wen? Auf mich? Nein, auf Rinua. Egal, ich werde sie jetzt erstmal heilen. Super. Ah, sehr schön. Ja, genau. Diese Gegner sind sehr stark. Also diese hässlichen Aliens, Propagator. Die Propagatoren. Erstens mal sehen sie hässlich aus. Zweitens mal sehen sie übermäßig stark. Ich habe damals bei ihnen echt sehr lange und sehr oft verloren. Also ich bin da eine Zeit lang gar nicht mehr weitergekommen. Bio, was soll das denn? Ja, sie macht zufällige Zauber. Oh. Es kann sogar vorkommen, dass Ultima oder Meteor, glaube ich, gecastet wird. Also es hat so einige Nebenwirkungen, dieser Modus. Ja, diese Viecher sind doch ganz schön heftig. Also die haben schon was auf dem Kasten, muss man sagen. Sieht man ja. Egal, hau mich in den gelben Bereich, dann mache ich dich platt, Alter. Boah, vergiftet. Bam. Da, ja, okay, das war's schon. Der erste Propagator ist down. Und ja, es gibt mehrere von diesen Viechern hier. So, ich werde jetzt einen Cut machen. Irgendwie schmeckt mein Kakao scheiße. Irgendwie. Musste man den nach irgendeiner bestimmten Reihenfolge zerstören, oder? Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute.